Hallihallo und ganz herzlich willkommen, ihr lieben Zwillinge. Es ist mittlerweile hier im Garten etwas windig geworden, aber ich hoffe, dass wir die Legung jetzt hier doch noch durchführen können. Ich muss mal eben gucken, also ihr seht, hier ist euer Horoskopzeichen. Ja, ich mache heute für euch die allgemeine Legung für den Monat August und wir wollen mal schauen, was das Universum, was die Karten für euch für Ratschläge hier so bereithalten. Bedenkt bitte immer daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, ich kenne dich nicht persönlich. Und mach die Legung auch bitte nur zu deiner Legung, wenn du damit in Resonanz gehst. Ansonsten schau gerne nochmal in dein Mondzeichen, Aszendenten oder Venuszeichen vorbei. Wie du das Ganze machst, das wissen meine Stammzuschauer natürlich. Das habe ich unten in der Infobox dir bereitgestellt, wie du das Ganze kostenlos berechnen lassen kannst. Ja, ich lege heute für dich mit zwei Kartendecks und zwar etwas ganz Neues. Einmal mit dem Golden Universal Tarot. Das ist eines meiner Lieblingsdecks, das wisst ihr. Ich habe eigentlich alles nur Lieblingsdecks, sonst ich nehme ja keine Kartendecks, die ich blöd finde, logischerweise. Und ich habe dann heute eine Premiere. Ich wollte das eigentlich ein bisschen anders aufziehen, aber ich habe dann doch gesagt, nee, das mache ich erst beim nächsten Mal. Ich muss dann noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Es geht nämlich um ein wunderschönes Kartendeck, das Gilded Reverie Lenormand von dem Jérôme Marchetti. Wunderschönes Kartendeck, erschienen im Königsfurt Orania Verlag und Publisher ist hier US Games. Hat ein bisschen gedauert, bis ich die Genehmigung bekommen habe, hier das Ganze auch zu zeigen. Ich freue mich daher umso mehr. Ja, und ich mische jetzt einmal die Tarotkarten mit den Lenormand-Karten, um da möglichst viele Energien für dich hier rauszufinden. Ja, und wir fangen mal an. Wir ziehen 5 Karten. Falls du jetzt denkst, wie zieht er jetzt die Karten? Ja, ich ziehe mit der linken Hand, fasse ich hier den Kartenstapel an und beherzt zugreifen, nimm eine Karte herunter und lege diesen Stapel hier wieder drauf. Intuitiv kann ich mit dem Verstand jetzt hier nicht arbeiten, sondern ich fasse hier einfach zu und ziehe eine Karte. Wenn ich das manchmal anders mache, das habe ich jetzt auch wieder auf dem Seminar gelernt, hier ist es wirklich so, dass die Karten, die für dich bestimmt sind, auch kommen. Und das ist hiermit sichergestellt. So, und jetzt wollen wir mal schauen, was wir denn hier alles so haben. Wowie, was haben wir denn noch alles hier? Okay. Ach, guck mal, der ist auch wieder da. Ja, was haben wir denn da Schönes? Wir haben zwei Karten aus der großen Arkana, nämlich einmal die Karte der Stern, was eine wunderschöne Karte ist, und wir haben aber auch den Teufel. Wir fangen an mit 5 der Stäben. Lieber Zwilling, 5 der Stäbe, da kannst du es mit einem Feuerzeichen zu tun haben. Schütze, Löwe, Widder. Hier kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten, die du aber schon noch gut hinbekommen kannst, so würde ich es hier mal sagen. Das kann auch immer so ein bisschen um, ja, ich will nicht sagen Kräftemessen gehen, aber so, ja, wie so Tauziehen, sag ich mal. Ne? Also Meinungsverschiedenheiten, einen Streit, man versucht sich zu beweisen. Vielleicht möchtest du auch jemandem etwas beweisen aus irgendwelchen Gründen. Das kannst du besser beantworten. Ich kann dir nur sagen, bei dieser Karte ist es immer so, hör auf deine innere Stimme und dieser Konflikt kann definitiv gelöst werden. Ja? Denn du hast hier auch die Karte der Stern. Und der Stern ist eine wunderschöne Karte, wie ich finde, aus der großen Arkana. Denn bei dem Stern hast du wirklich eine, ja, man kann, ich sag's wirklich mit meinen Worten, es ist wirklich eine Glückskarte, ne, die du hier bekommen hast. Und gerade die Karten aus der großen Arkana, der Stern ist übrigens die Karte Nummer 17, ist das eine Karte, die immer schon mehr aussagekräftiger ist als die anderen Karten aus der kleinen Arkana. Denn bei dem Stern geht es tatsächlich als Oberbegriff um das Thema Wunscherfüllung. Das hat was mit starker Hoffnung zu tun und du siehst ja hier, diese Göttin gießt quasi ihre Gaben über uns herab. Wir haben hier, wenn man das jetzt mal durchguckt mit diesen Sternen hier oben, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 7 Sterne. Könnt ihr euch vorstellen, für was die 7 Sterne stehen? Genau, die Sterne symbolisieren die 7 Planeten in unserem Sonnensystem. Es ist gegebene Energie, die du hier erhältst. Ja, es geht hier um Echtheit. Man könnte auch sagen, die Wahrheit, die Dinge stehen unter einem guten Stern. Ja? Dass das jetzt gerade gewackelt hat, war nicht der Wind, das ist mein Kater, das ist der Simba. Die finden das natürlich auch ganz toll, dass ich hier draußen im Garten sitze. Es wird aber auch ein bisschen stürmischer, ihr könnt das an den Karten sehen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht gleich einen riesen Regenschauer gibt, weil dann habe ich ein ganz kleines Problem hier.
Genau, und nicht nur den Stern hast du hier einliegen, du hast ja auch noch das Ass der Kelche. Und ihr kannst schon erkennen, bei dem Ass der Kelche geht es hier wirklich, dass der Kelch deiner Gefühle läuft über. Die Gefühle sind im Überschuss vorhanden und hier hat es natürlich ganz deutlich wieder was mit der Liebe zu tun. Ich wollte eigentlich alles beleuchten, auch Finanzen, Beruf, aber bei dieser Karte kann man wirklich sagen, wenn das Ass kommt, das Ass der Kelche, das hat wirklich nichts mit Beruf zu tun, sondern hier geht es wirklich für ja, Liebe, Gefühle, neue Emotionen. Eine Glückskarte, die aus dem Nichts zu dir kommt, das ist der Liebeskelch, ne? Ein Neubeginn. Gefühl im Überschuss, was aber auch Fruchtbarkeit beinhaltet, auch die wahre Liebe. Element Wasser, kannst du es auch mit einem Wasserzeichen zu tun haben, Fische, Skorpion, Krebs oder aber einer, der diese Eigenschaften teilt. Bis hierhin ist ja erstmal alles super. Aber du kommst mit deinen eigenen Gefühlen nicht klar und du bist immer wieder, das ist deine Energie, das sind nämlich 10 der Schwerter. Ja, und man kann sagen, du bist in deinem Gedankenkarussell gefangen. Du fühlst dich eingeschnürt, eingeengt vom Leben. Du fühlst dich, ja, eingeengt ist das richtige Wort dafür. Ja, du fühlst dich erdrückt, eingeengt in einer gewissen Situation. Und das Ganze in Verbindung noch mit dem Teufel. Und man kann ja erkennen, dass die Ketten, die der Teufel hier um diese Person gelegt hat, eigentlich noch recht locker sind. Man könnte die ja einfach abstreifen. Das möchte man aber nicht, denn man versucht immer noch so einen Benefit davon zu bekommen. Ja, nach dem Motto, naja gut, wenn ich das vielleicht mache, vielleicht geht ja mein Wunsch dann doch noch in Erfüllung. Vielleicht geht ja dann, ne, also immer dieses, na, ich mag eigentlich nicht das nicht mehr machen. Ne? Der Teufel hat ja auch was mit Süchte zu tun. Das spielt ja auch mit unseren Wünschen, tiefe Wünsche in uns. Und man muss sich das immer so vorstellen, ich sag mal immer wie so ein Esel, dem du quasi mit einer Angel eine Möhre hinhältst. Ja, und du weißt zwar eigentlich, erreiche ich die Möhre jetzt ja gar nicht, auch wenn ich noch so schnell renne, aber du willst das nicht wahrhaben. Dieses Gefühl habe ich hier so bei dir. Ja, und eingeengt, Augen verbunden, Teufel dabei. Und du siehst hier wieder Wasser. Und Wasser ist gefühlt. Du sollst hier einfach nur auf deine Gefühle hören. Denn deine Gefühle lügen dich jetzt hier nicht an. Und hör nicht auf deinen Kopf, auf deinen Verstand. Weil der sagt, ach, ich bin hier eingeengt. Ach, ich mach mal so weiter. Ich kriege das schon irgendwann. Ich komme zu meinem Ziel. Ja? Das ist das, was ich hier so rausbekomme. Ich werde mein Ziel schon erreichen. So nicht. Obwohl du hier eine gute Basis hast. Du hast hier wirklich, du musst auch keinem was beweisen. Ja, wem willst du was beweisen oder warum willst du jemandem was beweisen? Ja. Okay, ich ziehe nochmal 5 weitere Karten, ihr Lieben, um einfach nochmal tiefer einzutauchen, welche Möglichkeiten da jetzt noch kommen. Spannende Legung, ihr Lieben. So, 5 Karten haben wir. Wir schauen nochmal. 3 der Stäbe, 9 der Stäbe, 9 der Schwerter. Das ist also das etwas, was schon. Also es geht runter von 8 der Schwerter auf 9 der Schwerter. Also es geht nicht runter, es geht höher. Das muss ich mal eben schnell nochmal hier anbauen, sonst haben wir zu wenig Platz. Wir haben hier dann nochmal den Pagen der Kelche. Pagen sind ja immer Nachrichtenüberbringer im Tarot. Und wir haben die Karte, die Welt. Zyklus endet. Ja. 3 der Stäbe. Das heißt, du bist nach wie vor, du hast mehrere Entscheidungen zu treffen. Und du hast dich aber für eine Entscheidung eigentlich schon mehr oder weniger entschieden. Du hältst an jemanden fest. Die anderen beiden Stäbe beachtest du gar nicht mehr und hier hast du es wieder mit einem Feuerzeichen zu tun, Schütze, Löwe, Widder. Und du schaust auf das Meer der Gefühle, du bist aber noch im sicheren Hafen. Man könnte auch sagen, du bist hier in deiner Komfortzone und solange du die Komfortzone hier nicht verlässt, wirst du trotz dieser Entscheidung hier auch nicht weiterkommen. Ja, das kann ich hier definitiv schon mal sagen. Du bist hier, schlaflose Nächte, du bist am Grübeln, du kommst hier einfach nicht weiter in dieser Thematik. Möglicherweise hältst du auch an der falschen Person fest. Möglicherweise. Du wirst es besser wissen als ich. Und wir haben hier die Karte der Narr. Der Narr ist die Karte 0. Man könnte auch sagen, das ist die Joker-Karte in der großen Arkana. Und dies zeigt immer einen Neubeginn an.
Ja. Dein innerer Instinkt leitet dich, er schützt dich auch vor Dummheiten. Dummheiten, dass du beispielsweise auf deinem Weg des Neuanfangs nicht wieder irgendwelche komischen Dinge dir passieren und du bist mit leichtem Gepäck unterwegs. Kannst du hier auch erkennen. Der Narr hat nur ein kleines Täschchen, einen Wanderstab und er ist guten Mutes, er läuft los. Und hier ist aber auch Klippen und im Leben gibt es natürlich auch Höhen und Tiefen. Und dein innerer Instinkt, das heißt hier als treuer Begleiter, dein Hund sozusagen, sagt hier, na, sei auch vorsichtig, schau auch mal auf den Boden, ja, dass hier nichts passiert. Auf jeden Fall hilft hier nur ein Neuanfang oder ein Umdenken bei dir. Und du siehst hier auch nochmal den Pagen der Kelche. Der Page der Kelche, Nachrichtenüberbringer, hat ja hier ein Kelch in der Hand. Hier geht es ja auch um das Thema Gefühle, deine Sehnsucht und du hast hier einen kleinen Fisch. Der will dir natürlich jetzt keinen Becher mit einer Fischsuppe servieren, sondern vielmehr sollst du hier auf deine innere Stimme hören. Ja, und das doppelt sich ja schon wieder. Innere Stimme haben wir ja auch hier. Auf deine Sehnsüchte, dein Herz hören, nicht auf deinen Verstand. Das Ganze haben wir jetzt hier schon wieder. Und wir haben hier die Karte die Welt. Die Welt ist die letzte Karte in der großen Arkana. Heißt nicht, das ist das allerletzte, so meine ich es jetzt nicht. Aber die Welt zeigt auch einen Neuanfang an. Ja? Die Karte 21, dem Sternzeichen Steinbock zugeordnet. Und man könnte sagen, okay, du bist zu Hause, die Suche ist vorbei. Das ist so das Thema Yin und Yang. Ja? Hat auch was mit Selbsterkenntnis und Heilung zu tun. Auf jeden Fall geht hier ein Zyklus zu Ende. Ja, ich möchte jetzt ganz gerne nochmal zum Abschluss 5 Lennermoor-Karten dazu nehmen, was die Lennermoor-Karten dir für Botschaften mitteilen können. Ja, ich ziehe mal mit der linken Hand. Die linke Hand ist vom Herzen. Abnehmen, beherzt abnehmen, Karte ziehen, Rest wieder auf den Stapel. Das ist eine wunderschöne Methode, dass man ohne Verstand arbeitet. Das soll man natürlich jetzt beim Kartendeuten schon den Verstand gebrauchen. Aber beim Ziehen ist das manchmal schon besser, wenn man das nicht macht. Eieieiei, siehst du, hier bekommen wir schon gleich wieder mehrere Informationen heraus. Ja, okay. Ja, meine Lieben, achso, ich wollte schon sagen, meine lieben Zwillinge, ja, wäre natürlich auch schön, wenn ihr die Karten sehen könntet. Ne? Ich will mal eben so ein bisschen schieben hier, aber so langsam wird es ein bisschen eng auf dem Tisch. Könnt ihr das so ein bisschen sehen? Ich hoffe. Ihr seht, hier gibt es auch gut Wind. Wir haben hier die Karte der Berg. Der Berg im Lennermoor sagt normalerweise, hier gibt es Probleme, hier gibt es Hindernisse. Es gibt Herausforderungen. Man könnte auch sagen, der Berg steht dort als Hürde. Es ist was, du kommst nicht über den Berg herüber, möglicherweise. Es ist auf jeden Fall ein Hindernis und das Ganze in Verbindung mit den Blumen. Ja, und die Blumen, die zeigen im Lennermoor immer an, da geht es um ja, Schmeicheln, um Freundlichkeit, Herzlichkeit, Höflichkeit, auch das Thema Wertschätzung. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass das Thema Wertschätzung hier ganz wichtig bei dir gerade ist. Und wir haben daneben auch das Vergrößerungsglas. Und das Vergrößerungsglas erscheint dann immer, wenn man dir sagen möchte, schau ganz genau auf eine Sache. Und hier im Vordergrund waren die Blumen. Das heißt, was ist das Thema Wertschätzung bei dir? Gehst du wirklich mit jemandem nicht so gut um? Geht es hier um das Thema Wertschätzung, was du nicht einhältst? Oder ist das bei dir dann gegenüber? Und wir haben hier den Herrn. Normal sage ich immer, im Lennermoor wäre das der männliche Fragesteller. Ich habe die Karten jetzt ja einzeln zum Tarot hier zugenommen. Ja, und hier geht es natürlich um wen es geht. Das heißt, es geht bei dir um einen männlichen Kandidaten. Und auf diesen sollst du besonders schauen. Denn hier gibt es Hindernisse und es geht hier um, ja, es geht um Wertschätzung. Die Wertschätzung, die du dir erhoffst, wird dir nicht entgegengebracht. Und wir haben die Sense. Und die Sense mit dem scharfen, mit der scharfen Ecke zeigt Richtung Mann. Zu deinem Partner, Freund, möglicher Partner etc. pp. Und wenn die Sense mit der scharfen Seite hier hin zeigt, die Sense zeigt immer einen
ja, es ist eine Gefahr momentan gerade da bei dir. Ja, das ist nicht gut. Man könnte auch sagen, lass sie die Finger von weg, bevor du die schneidest. Schneiden heißt natürlich eben, ne? Keine hastigen Entscheidungen. Überprüfe deine Entscheidung ganz genau. Und hier ist wirklich definitiv eine Warnung mit Ausrufezeichen. Mit Ausrufezeichen, ja. Eine nehmen wir noch dazu. Der Mond. Ich glaube, die kannst du sonst gar nicht sehen. Also ich finde, dass die Karten auch wunderschön illustriert. Ja, die Karte der Mond ist etwas ähnlich wie im Tarot. Der Mond gespiegelt auf die Sense. Hier geht es um dein Unterbewusstsein, deine Emotionen, auch deine Angst und auch Fantasie. Alles das repräsentiert der Mond. Aber die Sense zeigt ganz normal hier hin. Also, dein Thema für August ist tatsächlich genauer hinzuschauen und das Thema Wertschätzung. Das ist hier dein großes Thema. Ja? Ihr Lieben, mehr kann ich jetzt momentan gar nicht sagen. Ich hoffe, für dich waren da ein paar Ratschläge dabei. Vielleicht konntest du damit auch in Resonanz gehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über ein Like von dir. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du das tun würdest, denn du verpasst natürlich auch kein Video mehr von mir und das Ganze ist kostenlos und unverbindlich für dich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Monatsübergang in den August. Ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. In dem Sinne, ciao, ciao.